Hey, no, geht noch. Tralalalala. Ja, als ich dann da oben im Skilift war, dann ist mir klar geworden, das muss diese Kohlemonoxid. Hey, der fährt aber auch was von hier rein. Kohlemonoxid-Vergiftung sein, was wir da erlebt haben. Weil das brachial durch die Höhenluft, durch den grünen Sauerstoff, ja, kam die Besserung davon ganz schnell zustande. So. Jetzt suche ich da einen, ja, so sieht man mich noch ein bisschen. Eieiei. Da guckt man den Gügel in diese Kerle hin. Stelle ich mir, ah ja, das passt so, oder? Passt das? Und dann habe ich das den anderen gesagt, hey, hör zu, das war bestimmt das und das. Ja, die haben ja gesagt. Da haben wir eine frische Flasche geholt, weil wir haben ja weiterhin da Wohnmobil übernachtet. Und da haben wir eine Türenspalt weit offen gelassen, haben den Strahler nicht so stark gestellt. Und das ging dann, das war dann kein Problem, ja. Wir haben nicht gefroren und haben gut geschlafen und bla bla bla. So, jetzt im letzten Tag. Da waren die anderen zwei, die hatten keinen Bock mehr zum Skifahren, Snowboard fahren, ja. Und die haben dann gesagt, gut, wir fahren heute nicht, wir schlafen heute den ganzen Tag. Dann habe ich zu ihnen gesagt, hey, aber passt auf, hört gut, macht die Türenspalt auf, ja, und damit ihr genug Sauerstoff bekommt. Ja. Ich komme zurück. So ungefähr 16, so 17 Uhr, so um 5 Uhr abends. Ich kann euch sagen, das war ein Schock. Ich habe schon gesehen, da ist keine Türe offen. Ja? Das sind Momente, die vergisst du nie. Ja? Mensch, ich habe die Ski irgendwo reingeknallt, rannte mit meinen Skistiefeln zum Auto, machte die Türe hinten auf und wir flogen und wir und mir, mir Mir flogen drei Köpfe entgegen. Wirklich, das war wirklich so. Also das Bett war so, das war ja ein selber gemachtes Wohnmobil, so eine flexible Wohnmobilausrüstung. Ich habe das Fahrzeug für Pakete, für Kurierdienste benutzt. Und die Wohnmobilausrüstung war so, dass man die in 10 Minuten reinmachen konnte, wieder rausmachen konnte. Ja. Und deshalb hatte die auch keine eingebaute Heizung. Ja. Mir flogen drei Köpfe entgegen. Ich habe gedacht, ich feiere. Gott sei Dank war es nicht Feierabend. Gott sei Dank, ja. Und sie haben alle überlebt. Jetzt kommt der nächste hier, willst du Facebook kommen? Ich mache ein Video. Ja, das ist Hey. mein ehemals Nachbar Ja. und da wo ich jetzt wohne, da hast du vorher gewohnt. Ja. Bei Wie Dönerladen. heißt nochmal? Vorname, Delia, Ja. Nachname. Wem schickst du denn Video? Auf Facebook. Ach, komm jetzt. Doch, ja. Nee, oder? Ja, das ist ja kein Problem, was? Schluss, also Shalom, das ist ja sehr schön, sehr Shalom, schön. Shalom. Ja. Ade, Ade, man Ade. sieht sich wieder. Jo.